Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es um was, worauf vielleicht der eine oder andere von euch schon länger wartet, beziehungsweise auf diese Ankündigung einfach, jo. Es geht um den CSGO Adventskalender 2018. Wir starten heuer in die dritte Runde und es gibt wieder mehr Skins als je zuvor, glaube ich. Also vom Value hier. Und von der Art und Weise, wie man teilnimmt, gibt es auch ein paar kleine Änderungen. Aber zu dem kommen wir dann gleich. Zuerst möchte ich mal erklären, worum es in dem CSGO Adventskalender überhaupt geht. Danach zeige ich euch mal, was es so an Skins gibt. Und zu guter Letzt dann noch, wie man daran teilnimmt. Also, der CSGO Adventskalender, wie gesagt, der startet jetzt in die dritte Runde. Ich habe den schon zweimal gemacht. Und zwar kommt dann täglich ein Video, wo täglich auch Skins vergewählt werden. Momentan ist es so, dass ich sage, okay, es gehen täglich um die 10 Euro, sogar manchmal auch mehr raus. Aber es sind halt so mindestens 10 Euro gehen täglich raus. In Skins, es gibt täglich mindestens auch 3 Gewinner. Und ja, das geht dann vom 1. bis zum 24. Dezember. Und am 24. Dezember, aber zu Heiligabend, gibt es dann auch noch einen Hauptpreis. Und das wird dann auch ein Knife sein. So, was sind die Skins, die vergewählt werden? Ich habe hier einige vorbereitet. Es sind so... Okay, wir fangen mal hier unten an mit der Farmer's Wall Cage in Field Tested. Da gehen 5 Stück raus. Also von den Waffen her gehen immer, habe ich von jedem 5 Stück, damit ich mir das einfach leichter tue. Dann gehen hier noch 30 Keys raus. 10 Hydra Keys, 10 Glove Keys und 10 Clutch Keys. Dann haben wir hier 5 MP7 Nemesis in Minimal, in Factory New sogar, nicht Minimal, Factory New. Genau, 5 Stück. Dann 5 Galil Aya Chatterboxen in Verron. Habe ich vorbereitet. Dann, was ich sogar sehr nice finde, 5 M41S Dezimeter in Minimal Wear. Ich finde, das ist eigentlich eine übelst nice M4. So. Dann habe ich hier auch noch 10 Stück von AK-47 Redlines in Field Tested. Nein, nicht 10 Stück, 5 Stück. Immer 5 Stück, Jungs. Weiß ich jetzt nicht, ob ich 10 Stück gesagt habe, aber es sind, von den Skins sind es immer 5 Stück. Und da gehen, wie gesagt, täglich, sage ich dann mal, am 1. dann eine Redline raus, eine Dezimeter und ein Key oder so. Also es werden halt immer 3 Stück an Skins mindestens rausgehen und das wird halt dann halt immer durch unterschiedlich sein, welche Skins wann rausgehen. Dann habe ich noch 5 Stück von der AWP Mortis in Field Tested, glaube ich. Ja, Field Tested. 5 PP Bison Judgment of Anubis, ebenfalls in Field Tested. Dann haben wir hier noch 5 OMP 45 Primal Saber in Minimal Wear. Auch eine ziemlich nice OMP Skin. 5 Stück von der Nova Hyper Beast in Field Tested. Und dann haben wir hier noch 5 M41S Cyrex in Field Tested. Da gibt es halt manche, die haben dann ein paar nice Sticker drauf und manche halt nicht. Das ist halt je nachdem, wie ich die Skins halt gerade gefunden habe. So, und für den 24. also als Hauptpreis habe ich dann noch ein ein Bowie Knife Knight in Minimal zurechtgelegt. Haben mir da auch eins gesucht mit einer relativ guten Float. Man sieht hier so gut wie keine Scratches, nur hier auf der Schneide vielleicht, also auf der Blade. Kann man minimal so ein paar Scratches. Aber für MW ist das Ding schon richtig hübsch. So, das waren jetzt mal die Skins, was rausgehen. So Jungs, wie könnt ihr daran teilnehmen? Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein. Ihr müsst das Video positiv bewerten. Und ihr müsst einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Also dieses Video hier positiv bewerten und dieses Video hier ein Kommentar reicht. Es ist nicht mehr so wie mit Spammen, so wie ich sonst immer gemacht habe, weil sich die Community-Richtlinien ja letztes Jahr geändert haben. Und da war das ein kleiner Fail mit dem Spammen. Deswegen machen wir das heuer anders. Und zwar, am 1. Dezember ziehe ich dann den Gewinner von den Kommentaren von diesem Video. Am 2. Dezember ziehe ich dann den Gewinner aus den Kommentaren vom 1. Dezember und dann immer so weiter. Und dann zum Beispiel am 3. Dezember ziehe ich dann den Gewinner, also die Gewinner, das sind immer mehrere, von dem Video vom 2. Dezember. Und wie gesagt, immer so weiter. Dann am 24. ziehe ich dann die Gewinner von dem Video vom 23. Dezember. Ist eigentlich ziemlich
easy zum Verstehen, sage ich mal. Nur mit dem Hauptpreis, mit dem Knife, da werde ich das etwas anderes da machen. Und zwar ziehe ich die Gewinner dann von dem Video, weil das ist ja dann das letzte Video, was sozusagen online kommt. Und da ziehe ich die Gewinner von dem Video mit den meisten Kommentaren. Weil ich einfach möchte, dass möglichst viele Leute eine Chance auf dieses Knife haben. Und je nachdem, welches Video dann bis dorthin die meisten Comments hat, also die meisten Kommentare unter dem Video sind, von dort werde ich dann den Gewinner ziehen. Ich werde das dann aber am 23. Dezember halt nochmal, werde ich mir das nochmal durchgucken und euch dann sagen, welches Video momentan das Video ist mit den meisten Kommentaren, damit ihr einfach dann auch wisst, okay, das ist das Video, wo voraussichtlich der Gewinner gezogen wird, und dann kann derjenige dann halt noch seinen Kommentar darunter setzen, falls er es noch nicht gemacht hat. Ich meine, wer halt wirklich was gewinnen will und da mit tryhardet, der wird dann wahrscheinlich hier und tagtäglich unter den Videos kommentieren und mitmachen, dann ja, ist das eigentlich eh auch easy. Und ich werde es dieses Mal, also dieses Jahr auch wieder so machen, dass zum Beispiel, wenn wer zum Beispiel was gewonnen hat, dann setzt er halt immer einen Tag aus, der so einen Cooldown einfach. Weil ich möchte, dass möglichst viele Leute oder möglichst viele Abonnenten von mir da mindestens mit einem Skin rausgehen. Wisst ihr, was ich meine? Somit halt zumindest jeder einer, also zumindest jeder einmal was gewinnt bei mir. Das heißt, wenn dann zum Beispiel du dann am 6. Dezember was gewinnst, irgendeinen Skin, sagen wir, du gewinnst dann eine Cyrex am 6. Dezember, dann setzt du am 7. Dezember aus, auch wenn du einen Kommentar darunter schreibst. Ich will mir das halt dann alles immer notieren, damit ich weiß, okay, die haben gestern gewonnen, die setzen den einen Tag aus und sind dann erst ab morgen wieder mit dabei. So, das war mal zur Teilnahme. Falls jemand da noch nicht, also falls sich jemand nicht ganz auskennt, ihr könnt mir da jetzt auch in die Kommentare schreiben, ich beantworte euch gerne die Fragen. Und ich werde auch dann, während das Giveaway dann läuft, dann immer wieder darauf hinweisen und das ein wenig erklären, damit sich da auch jeder auskennt. Dann mache ich das heuer auch wieder so, dass ihr die Möglichkeit habt, dass ihr zum Beispiel den Pot erweitert. Jeder von euch kann mir dann, sage ich mal, Skins offern, die ich dann noch zusätzlich vergeben will. Die Trade Duel findet ihr immer unter jedem Video von mir. Also meine Trade Duel. Und wenn ihr zum Beispiel Hashtag 12 dazu schreibt zu dem Trade Offer, weiß ich, okay, der Boy will, dass die Skins am 12. Dezember rausgehen. Und für jeden, der was halt was dazu offert in dem Pod, der wird unter dem Video verlinkt. Also ihr kann sich das aussuchen, ob dann sein YouTube-Account oder Kanal verlinkt werden soll oder Twitter-Account oder der Twitch-Kanal, je nachdem, was ihr halt will. Und wird dann auch im Video kurz erwähnt, also namentlich erwähnt, dass die Skins, was halt rausgehen, von diesem Boy sind. Und ja, wie gesagt, er wird halt kurz erwähnt im Video und auch unter dem Video dann verlinkt. Nur da möchte ich, also werden wir das so machen, dass die Skins, sag ich mal, ab 1 Euro. So, und dann gibt es jetzt noch eine kleine Information am Rande. Diese Baufirma hat sich jetzt auch schon gemeldet. Sie werden in 2 Wochen circa wieder kommen und zumindest mal meinen Raum, also mein Büro halt fertig machen. Und es wird circa bis, sag ich mal, 30. November dauern, laut dieser Baufirma, bis die halt dann fertig sind. Und das heißt, ab 1. Dezember, also ich muss dann wahrscheinlich die Nacht durchmachen, von Freitag auf Samstag, weil Samstag ist dann schon der 1. Dezember. Und das alles wieder einrichten und aufbauen und pipapo. Ab 1. Dezember bin ich dann sozusagen wieder in meinem Büro und kann ganz normal aufnehmen mit Facecam und so weiter und so fort. Und für all die Boys, die auch letztes Jahr schon dabei waren und, sage ich mal, Santa Elmo kennen, der wird höchstwahrscheinlich auch am 1. Dezember dann wieder mit am Start sein. Und ich weiß, dass auch noch ein monatliches Giveaway für November offen ist. Es wird dann am Mittwoch kommen, also in 3 Tagen. Da werde ich dann eine AWP Asimov für Giveaway in Fieldtested. Geht momentan auch weg für 40 Euro. Und jo, also schaltet dann am Mittwoch ein. Für die Boys, die mitmachen wollen. Es sind, wie gesagt, momentan jede Menge Giveaways geplant. Ursprünglich wollte ich ja keinen Adventskalender machen heuer, weil ich ja nicht wusste, wann ist mein Büro fertig, wann kann ich da wieder runterziehen, wie, was, wann, wo. Aber nachdem das
jetzt doch so hinhaut, dass die Baufirma halt, sag ich mal, dass dieses Monat noch fertig macht, auch wenn es dann der letzte Tag im Monat ist. Und ich am 1. Dezember womöglich dann schon das erste Video von meinem Büro aufnehmen kann, ist das Ganze dann, ja. Deswegen gibt es halt dieses Jahr doch einen kleinen Adventskalender. Wobei er klein, er ist ja größer als je zuvor von der Value hier. Und bevor ich jetzt noch vergesse zu erwähnen, ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, dass ihr zum Beispiel bei euren YouTube-Account die Privatsphäre-Einstellungen ändert, damit ich auch dann sehen kann, wenn ich dann den Gewinner ziehe, okay, der Boy ist ein Abonnent von mir und der Boy hat dieses Video geliked und der hat auch, also dass ihr einen Kommentar darunter schreibt, das sehe ich so oder so, aber dass ich auch einfach sehe, okay, ihr seid ein Abonnent und ihr seid und ihr habt dieses Video positiv bewertet. Für all die, die nicht wissen, wie man das umstellt, ich zeige euch das hier mal kurz. Und zwar, ihr könnt es auf 2 verschiedenen Varianten machen. Ihr habt hier, geht ihr auf Einstellungen, oder ihr habt noch hier oben, dann Einstellungen. Ist egal, ihr kommt zum selben. Dann geht ihr hier auf Verlauf und Datenschutz. Und dann ist es wichtig, dass hier kein Haken ist und dass hier kein Haken ist. Welche Videos hier in Playlist gespeichert habt, das ist mir egal. Nur, dass ich halt sehe, okay, ihr habt mich abonniert. Und dass ich auch sehe, ihr habt dieses und dieses Video positiv bewertet. Das wäre wichtig. Ansonsten habe ich hoffentlich alles erwähnt. Wie gesagt, falls jemand Fragen hat, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich beantworte sie euch gerne. Aber ich werde auch halt immer wieder dann in den kommenden Videos darauf hinweisen. Beziehungsweise das Ganze halt nochmal Teil für Teil erklären. Dann wünsche ich euch auch schon mal viel Glück für den 1. Dezember. Weil die Gewinner werden ja wie gesagt schon von diesem Video hier gezogen, von den Kommentaren. Ihr müsst Abonnent sein, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar darunter schreiben. So, dann sage ich euch nochmal noch Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.